Hallo Alfred. Frohe Weihnachten. Es ist Weihnachten im Hause Schrauber X. Ein Weihnachten, das Oskar nie vergessen wird. Ja, es war Weihnachten. Und ich habe mir gerade ein frisches Glas Bockwurst aus dem Keller hochgeholt. Ja? Ich twitterte endlich mal eine Chance, auch mal Wurstwasser ohne meinen Vater zu trinken. Ja. Plötzlich spürte ich so einen Druck auf meine Harnleitung und so. Das war wie so kleine Elektroschocks waren das so. Ja, und dann bin ich halt schnell zum Badezimmer, ne? Ja, und da waren sie dann. Mama und Papa X. In der Badewanne haben Sekt zusammen getrunken. Die alten Saufköpfe. Damit die neue Geschenke spielen. Oskar X, sie spielt schnell auf. Wasserprivatisierung. Was? Was ist los? Emma, Junge, mach mal die Tür zu, aber von außen, hörst du? Naja, aus dem Wohnzimmer hörte ich halt Weihnachtslieder und ich hab die beiden gesehen und dieser Moment war so schön und so warm. Oh, was geht? Was denn nicht? Nein, ich will nicht. Oh, wollte irgendwie ganz nah bei den sein. Alles war so schön und so warm und ich fühlte mich so nah meinen Eltern in diesem Moment. Ich hatte sie einfach lieb. Ich wollte mit ihnen kuscheln. Ich bin ja von Natur aus so kuschelig. Ja, und dann kam ich näher und ich mach doch mal was, Vater. Das ist ja. Ja, ich wollte einfach mit ihm planschen, mich an den Schenkeln reiben und. Mach doch mal was, Vater! Ich höre heute noch ihre Schreie. Sehe ihre hektischen Handbewegungen und spüre, wie die Herzfrequenz steigt und dann wieder. Cindy und Manfred Schrauber erlitten einen schweren Elektroschock mit Todesfolge. Ursache war ein etwa 1,75 Meter großes elektrisches Gerät mit etwa 1000 Ampere Spannung. Das kann keiner überleben. Ich hab's ausgeschaltet. Thank you.
hab's doch ausgeschaltet. Frohe Weihnachten im Hause Schrauber X. Wird Oskar es schaffen, sich von diesem Schock zu erholen? Oskars Welt.